Willkommen heute mal wieder zu einer Folge von Adventure Capitalist. Diese Woche habe ich zufällig gesehen, dass es aktualisiert wurde und habe dann mal in Neugier reingeschaut. Und heute hat dort ein neues Event begonnen, also eins, das nicht so aus der Wiederholung kommt. Und das schaue ich mir mit euch zusammen jetzt einfach nochmal an. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet und schon mal die ersten Runden gespielt und die ersten Angel gesammelt. Soweit der Klassiker, die Erde, wo es ja für mich nicht mehr viel zu tun gibt und wo ich in der letzten Folge ja meine 5000 Goldbarren bekommen habe und trotzdem ziemlich zügig hier wieder auf Maximum gekommen bin, trotz dieses ganzen Resets. Deswegen aktuell mache ich da jetzt nicht allzu viel, weil es gilt ja hier jetzt nichts mehr zu erreichen. Und wie ihr seht, ist das Event ziemlich kurz. Also es hat heute begonnen. Also es ist eigentlich nur 4 Tage lang. Und dann gleich mal rüber. Also ich habe es vor 4 Stunden jetzt das letzte Mal offen gehabt und das Event heißt 1% Land. Gleich dazu hier eines der Neuerungen. Es gibt eine Karte für dieses Spiel, wobei ich nicht weiß, ob die irgendeinen Effekt hat oder ob sich hier eigentlich irgendetwas verändert, wenn ich bestimmte Level von den einzelnen Sachen erreiche. Also das sind auf jeden Fall eben einfach Elemente, die ich eben hier kaufen kann. Hier ist zum Beispiel das mit den Tieren, hier ist diese Achterbahn. Mal gucken, hier ist der Boulevard. Profit Plains, mal gucken, welches ist das? Wahrscheinlich hier das mit der Straße. Und Caviar Cove. Wobei Caviar Cove sieht aus, als wäre das noch gesperrt, ist doch gar nicht freigeschaltet. Also mal schauen. Also ich habe bisher nicht genau sehen können, ob hier tatsächlich sich irgendwas in dieser Karte verändert mit den Stufen, die ich freigeschaltet habe. Was ich mir jetzt schon gekauft habe, ich gucke mal hier im Shop, einmal diesen hier, dass die Queue ein bisschen schneller wieder resettet werden kann. Das ist die hier oben, denn sobald ich die aktiviere, habe ich hier halt eben vorher am Anfang einen 33 Faktor, jetzt habe ich eben 36, weil ich hier jetzt schon 3 Queues dazu habe, womit es jeweils um einen Multiplier gestiegen ist. Also hier 1% Land. Was auf jeden Fall neu ist, neben den Badges, ist, dass es hier ein Ranking gibt. Das habt ihr eben rechts schon gesehen, da schaue ich mit euch auch gleich noch rein. Ansonsten gab es hier anscheinend nichts Neues oder die Events, an denen ich nicht teilgenommen habe, werden automatisch ausgeblendet, was natürlich sehr gut möglich ist, weil inzwischen gibt es eigentlich eine Unmenge an Badges. Da schaue ich auch gleich noch mal rein und keine Ahnung, wo man die alle hätte bekommen sollen. Auf jeden Fall, das hier eben 1% Land, wo man halt einen Amusement Park aufbaut mit einigen Dingen, die man dann bekommen kann. Hier ist jetzt eben der Land Badge, den habe ich schon bekommen. Dann hier 2 Megabucks, hier gibt es den nächsten Badge. Dann hier nochmal Megabucks, der nächste Badge. Dann 5 Gold, einen Tag Zeitsprung und den letzten Badge. Also das sind so die Erfolge oder halt die Boni, die man letztlich sich hier erspielen kann. Und ansonsten gibt es hier im Endeffekt das Klassische eigentlich nicht viel zu tun, außer dass man hier seine Sachen ausbaut. Im Moment habe ich die jetzt schon so vorbereitet gehabt, dass ich hier in den großen Sprüngen, bis auf den einen, der ist jetzt bei 5, da wird alles nochmal versiebenfacht. Mal gucken, meine Investoren, also es lohnt sich im Moment noch nicht zu resetten, klar, sonst hätte das ja auch geleuchtet. Aber mit meinem Multiplier-Faktor, also sobald ich den hier starte, sollte ich auf jeden Fall in der Lage sein, dort einige zusätzliche Angel dann reinzuholen. Und letztlich das Event-Ranking, also wo ich aktuell eben auf Platz 3247 bin, anscheinend spielen nicht mehr allzu viele mit, bin ich eben mit den 2671 Angels dort platziert und natürlich hier die Top-Ranks. Werde ich gleich mal mit euch auch ausprobieren, ob eigentlich diese Zeitsprung-Problematik bei dem Spiel immer noch möglich ist. Das heißt, wenn ich einfach so 5 Stunden vorspule oder so weiter, dass dann letztlich möglich ist und deswegen auch diese absurd hohen Zahlen natürlich ohne weiteres erreicht werden können, indem ich einfach ein paar Mal mit der Uhr hin und her springe. Also ich bin jetzt aktuell Tier 8. Mal gucken, was bekomme ich da? Also einen Time Warp, 10 Megabucks, okay, das ist jetzt alles nicht so zu verschmerzen, auch der Badge ist ziemlich egal und wahrscheinlich wird einfach derjenige hier, der den ersten Platz bekommt,
einfach der, der kurz bevor das Ding am ehesten ausläuft, nochmal kurz hin und her zu springen. Wobei das dann schon ein bisschen schwierig wird, aber es sollte auf jeden Fall möglich sein, dass man dann einfach innerhalb dieses 4-Tages-Zeitraum hin und her springt und versucht eben dort noch das Maximum rauszuholen, was die Angel angeht, und dafür dann auch diesen besonderen Root bekommt. Keine Ahnung, ob der einen bestimmten Bonus dann auch mitbringt. Mal gucken, exklusiv Item, dann müsste der ja, okay, der hat den blauen oder lila Hut, der sieht zumindest so ähnlich aus wie einer, den es schon gibt, aber mal gucken, ob der dann auch wieder Boni hat. Und hier gibt es dann eben nur, ja, ziemlich normale Sachen, die man notfalls auch über Gold kaufen kann. Im Moment werde ich jetzt nicht unbedingt noch mehr Gold investieren, weil auch wenn ich mehr als genug davon habe, weiß ich noch nicht, was es mir bringen sollte, die hier zu investieren. Aber jetzt starten wir erstmal in den Bonus. Der läuft auch ziemlich schnell ab, also mit einfachen Klicken und so weiter lässt sich der kaum aufhalten, aber mit dem Maximalklicker kann ich den einfach eine Weile laufen lassen und hier dann letztlich noch versuchen, ein paar Boni rauszuholen. Und dann sind die Upgrades, da ist schon der nächste da. Und dann mal schauen, wie schnell jetzt die Angel sich hoffentlich dort breit machen und mir zur Seite stehen. Ja, da sind wir jetzt schon bei 2,6. Aber ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen weiter hoch zu pushen gilt, bevor ich dann den nächsten Reset mache. So, der 540er sollte jetzt dann, auf den nächsten Multiplayer angehoben sein, und jetzt habe ich eben auch nochmal einen Profit von allem mit 2 verdoppelt. Das ist also auch sehr hilfreich an der Stelle. So, jetzt mal gucken, was hier die nächsten Unlocks noch sind. Also bei 36 ist hier bei diesem, das ist wahrscheinlich das Kaviar-Zeug. Mal gucken, was der 10er kostet. 1,5 Quintillionen. Das sollte relativ schnell zu bekommen sein, wenn der da zweimal durchgelaufen ist. Aber wenn ich da natürlich die anderen Sachen vorher wegkaufe, dann dauert das entsprechend länger. So, dann der nächste. Das andere ist erst bei 70. Das heißt, da dauert es noch eine Weile mit der Champagnerflasche, und die Keule gibt es dann bei 100. Da geht dann auch alles, everything mal 2. Also zumindest die Boni sind also soweit recht einfach. Alles wird vervielfacht, hier mit 3. Und ich bin mal gespannt, was mit dem Time Warp, ob das ein Item ist, das dann sofort ausgelöst wird, oder ob ich dort irgendwas anderes noch anstellen muss, bis ich das dann auslösen kann. Irgendwo, okay, das ist erst bei 16, weil ich dachte, es gäbe noch bei 7 irgendwie auch einen Multiplier, aber das scheint hier in dem Fall nicht mehr zu sein. Also dann oben jetzt den 100er kaufen, um dort die nächste Verzweifachung letztlich der Profite zu haben. Und mal gucken, was meine Angel in der Zwischenzeit anstellen. Okay, 8000, das sieht dann schon bald interessant genug aus, dass letztlich, ja, einmal zurückzusetzen und dann eben wieder von vorne zu starten. So, ansonsten Event-Deals gibt es auch nochmal, aber die sind auch nur gegen Gold. Und ich weiß nicht, ob sie das alles schon jetzt so eingeplant haben von den Preisen, dass letztlich viele inzwischen diese 5000 Goldbahnen letztlich aktiviert haben und damit sie und eben mit diesen Deals jetzt dafür sorgen, dass da einfach mal eine gewisse Senke entsteht, mit der es dann gelingt, auch dieses ganze Gold wieder einzusammeln und vielleicht doch noch den einen oder anderen dazu zu veranlassen, wieder Geld auszugeben, um Goldbahnen auch gegen Echtgeld zu kaufen. So, hier habe ich jetzt dann den nächsten Badge. Ah ja, genau, das war ja das, was ich mit euch noch anschauen wollte. Also es gibt inzwischen angeblich über 100 Badges, die man hätte freispielen können oder die vielleicht auch noch freigespielt werden können. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie nochmal rankommt an Events, bei denen man nicht teilgenommen hat. So, mal gucken, ob sich jetzt hier noch irgendwas zeitnah lohnt. Ansonsten, wenn ich jetzt eh bald, ja, beim Zehnfachen meiner Angel angekommen sind, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt für mich, dass ich dann resette. Aber dafür muss ich halt noch einen kleinen Moment hier diesen Bonus aktiv halten, damit da einfach genug Kohle zusammenkommt. So, okay, meine Angel haben das Zehnfache erreicht. Das heißt, ich lasse den jetzt auslaufen. Und eben statt, ich glaube, 4 Stunden war das am Anfang, habe ich jetzt hier halt nur noch 22 Minuten Reset-Time,
die ich letztlich auch hier mit dem Klicken dann natürlich beschleunigen kann. Aber jetzt schauen wir erstmal zu den Badges, wo eben jetzt hier steht, dass es 101 Badges gibt. 64 davon habe ich eingesammelt über die verschiedenen Events. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Dafür gab es eine Besonderheit, als ich das Spiel das erste Mal wieder gestartet hatte, nach dem Update. Es gab irgendwie so eine Art Slot-Automaten. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo im Spiel aufgerufen werden kann, weil leider... also hier gibt es noch ein paar interessante Hüte, die man gegen die Megabugs kaufen kann, weil da gab es ja bisher eigentlich auch vieles nicht oder nicht mehr genug Sachen, um diese Megabugs irgendwie wieder auszugeben. Und dafür ist hier aber dieser Wechsel, naja, mal gucken, ob der dann kommt, wenn man irgendwie alle Badges erreicht hat, dass dann ja der Moment, das müsste ich eigentlich hier in der Erde noch anschauen können. Genau, einmal die Mega-Boost, die natürlich dort nicht zur Verfügung stehen, und hier dieser Exchange-Bereich, wo man eben die aktuelle Währung dann nochmal gegen Megabucks tauschen konnte, aber auch das lohnt sich im Moment halt hier überall nicht mehr so sehr. So, zurück zum Event. Interessant ist auch, dass bei den einzelnen Sachen hier Replay-Optionen sind, zumindest die, die ohne Jahreszahl auftauchen. Insert Coin to Continue, wobei Insert Coin to Continue auch, auch zweimal auftaucht. Also der ist nicht Replay, Live Your Profits, der oben nochmal neu gespielt werden kann schon. Genau, hier ist Insert Coin, oben kann er replayed werden, hier kann er nicht replayed werden. Also ganz nachvollziehen kann ich es dann eben auch wieder nicht, was da so alles diese Events sind. Und von Love of Money ist auch mehrfach vorhanden gewesen. Also es war eine ganze Menge an Events. Und irgendwie ist es auf der einen Seite immer blöd, wenn man nicht so genau mitbekommt, wo oder wann die jetzt tatsächlich laufen, wenn man das Spiel nicht tatsächlich regelmäßig spielt. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sich die Events dann letztlich bisher immer nur wiederholt hatten, hatte ich ja dann auch aufgehört, weil es nichts mehr zu erreichen gab hier. Das ist im Moment, glaube ich, auch noch so. Also ich glaube nicht, dass sie neue... es gibt keine neuen Errungenschaften, die es jetzt gilt zu erreichen. Von daher mal sehen, ob das eine Event jetzt tatsächlich dazu taugt, dass ich hier öfter mal wieder vorbeischaue. Aber eben auf jeden Fall jetzt erstmal die Angels eingesammelt und das Ganze wieder von vorne begonnen. Jetzt mit 30.000, da hätte ich jetzt natürlich den ersten Angel, aber mit 25.000, naja, das ist noch nicht, wäre keine gute Option, die jetzt schon alle rauszuhauen. Dann ist es doch besser, hier einfach erstmal mit den normalen Sachen wieder anzufangen und erst wenn ich deutlich mehr als 25.000, also einen Faktor 10 oder 100 mehr habe, dann wirklich diese Upgrades jeweils zu kaufen. So, interessant ist zum Beispiel, dass der Zoo hier oben mit die niedrigste Zeit hat. Also gleich nach dem hier ist der mit am schnellsten dann dabei. Und mal gucken, irgendwo dieses mit den Hüten. Genau, das ist nämlich das, wo dann die Geschwindigkeit deutlich erhöht wird, weswegen die dann alle natürlich deutlich schneller auch ihre Profite abwerfen. Was eben auch hier neu ist, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es eigentlich als Goldsenke gedacht ist, weil man hier natürlich erhebliche Goldmengen überall ausgeben kann, um irgendeine Beschleunigung zu erreichen. In der Hoffnung wahrscheinlich, dass die Leute so versessen darauf sind, hier im Rang aufzusteigen. Also ich bin jetzt auf 2300 gerutscht. Mal gucken, in welchem Tier ich jetzt gelandet bin. Immer noch Tier 8. War das das gleiche? Ja, 1000. Also erst wenn ich über die 1000 komme, komme ich in 7 rein. Von daher, das dauert noch eine Weile, aber ist ja kein Problem. Und sobald ich das jetzt erstmal soweit fertig habe, bin ich mal gespannt, inwieweit das jetzt tatsächlich mit diesem Time-Bug aus meiner Sicht, dass man die Uhrzeit hin und her stellen kann und dann Profite einsammeln kann, ob das soweit behoben ist. Weil es wäre zumindest wichtig, wenn hier tatsächlich dieses Event-Ranking irgendwas bringen soll, dass man das nicht durch solche Maßnahmen letztlich unterläuft. Weil dann ist es nicht derjenige, der irgendwie am strategischen oder am meisten Zeit investiert hat, sondern einfach nur, der weiß, wie dieser Bug funktioniert. Oder
Exploit, je nachdem, wie man das sehen will. So, jetzt habe ich schon mal für alle bis auf den letzten auch die Manager wieder freigeschaltet, so dass ich die jetzt nicht mehr manuell aktivieren muss, sondern sie von alleine durchlaufen. Jetzt fehlt mir nur noch hier für den Capitalism Hill natürlich der erste, damit die alle dann mit vierfacher Geschwindigkeit laufen. Und in der Zeit kann ich schon mal weiter vorbereiten, dass ich hier dann sozusagen in den passenden Abständen zu diesen Unlocks bin. Einfach damit ich die dann nachher schnell sehe, wenn ich die bekomme. So, jetzt haben wir den vierfach dort auch erwischt. Und wenn ich von ihm 5 habe, dann ist alles mal 7. Das war das mit der 7 vorhin. Den muss ich noch manuell starten, aber der läuft auch im Vergleich ewig, im Vergleich zu den anderen Events, Items. So, hier brauche ich jetzt 25 Quadrillionen. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die zusammen habe. Aber das sollte dann mit dem Bonus gleich auch kein Problem sein, den zu bekommen. So, hier gibt es im Endeffekt nur die Megabucks als nächstes. Mal gucken, ob es bei 600 gibt es dann wieder einen Profit-Multiplier. Das heißt, der ist eh nicht so schnell erreichbar. Das heißt, da mache ich den eben jetzt auf den 100er voll. Dann weiß ich, dass ich da in 100er Schritten weitergehen kann. Dann hier brauche ich eigentlich 12, also dann machen wir mal 2 dazu, dann weiß ich, dass ich mit dem 10er Schritt drauf komme. Und bei den Z-Korken, da geht es glaube ich danach genau auf 70, dann kann ich da gleich mit der 40 das stehen lassen. So, bei der Fleischkeule, das ging dann danach auf 100 hoch, deswegen werde ich, das mal auch auf den nächsten vollen 10er setzen und dann dort schon mal auf die 100 losmarschieren. Hier bei 700 das nächste, was natürlich noch ziemlich weit hin ist. Und dann kann ich die einfach in den Schritt machen. Da brauche ich noch 1,3 Quintillionen. Das ist auch wieder ein größerer Sprung. So, hier sind es dann in 40ern. Also das heißt, da mache ich mir die 40 hinten fertig und dann kann ich da auch in 100er Sprung drauf losmarschieren. Also nochmal 70 drauf und dann mal gucken, ob noch 100er Faktoren möglich sind. So, hier brauche ich dann auch nur noch 289 Quadrillionen. Ja, das sind dann wieder diese ordentlichen Summen, aber so ist es halt bei dem Spiel, dass die Zahlen immer schnell absurd hoch werden und man eigentlich überhaupt keinen Bezug mehr zu diesen Zahlen herstellen kann. So, hier ist es egal, weil bis 1500, das dauert ziemlich lange, bis die Zahl irgendwann erreicht wird. So, mehr kann ich jetzt im Moment nicht machen, außer dass natürlich die Quadrillionen hier gleich voll wären, aber machen wir erstmal den nächsten Rollercoaster und dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass ich meinen Bonusfaktor möglichst schnell wieder einsetzen kann, indem ich da einfach den Coding, indem ich da einfach die Zeit etwas beschleunige. Auf jeden Fall ist es interessant, dass sie ja irgendwann bei den späteren Events angefangen haben, dass egal wie schnell man da eigentlich klickt, man nur eine gewisse Beschleunigung erreichen kann. Ich glaube, im Moment ist es so ein Faktor 10 wahrscheinlich im Vergleich oder noch ein bisschen mehr. Das heißt, dass ich pro Sekunde letztlich 10 Sekunden davon bekommen habe. So, also, dann auf in den Multiplier. Und damit kann ich mir hier schon mal gleich den wieder kaufen. Und natürlich die nächsten Upgrades freischalten. So, mal schauen, wie weit da jetzt der 10er ist. Damit ist der dann auch abgeschlossen. Und ich brauche dort jetzt dann komplette 10er, das heißt, da kann ich dann einfach schauen, dass ich den auf 40 bringe. 81 Quintillionen ist schon eine ziemliche Hausnummer. Oh, da bekommt der jetzt dann einen ordentlichen Bonus als nächstes mit 9.999, weil bisher ist der ja gegenüber den Quintillionen, ist mit den paar Quadrillionen ist es natürlich ziemlich schwach hier an der Stelle. Aber klar, wenn er jetzt um letztlich eine 10er Potenz, das heißt, er geht dann auf 4 Quintillionen, weil das dürfte dann die nächste 3er Potenz sein. Und die Angels haben sich auf jeden Fall schon verdoppelt. Das sieht gut aus, dass ich dann in Kürze gleich den nächsten Reset machen kann. So, mal gucken, wie jetzt hier die anderen aussehen. Okay, da unten komme ich dann jetzt gleich auf die 100. Damit ist da auch wieder eine Profitverdopplung. Und hier hat sich wieder etwas geändert. Da sind wahrscheinlich jetzt die Bratkeulen dazugekommen. Und
Der ist erst bei 900, das heißt, da ist es unwahrscheinlich, dass ich den noch so weit erreiche. Und. Oh, sogar 94 Quintillionen. Achso, ich habe jetzt die andere Verdopplung nicht geschaut, weil klar, das ist ja von 4,7 auf wahrscheinlich irgendwo eben 9,4. Und deswegen jetzt eben das Hundertfache. Das heißt, da ist es jetzt natürlich ordentlich, aber eine Stunde werde ich das Spiel so oder so jetzt nicht laufen lassen, sondern ich werde die Angel vorher wieder einholen, um die halt zu aktivieren. Ja, das nächste scheint tatsächlich für die 2 Megabucks zu sein, dass ich hier das Straßenteil dann voll mache, beziehungsweise 40, 50, 60, 70. Es kann auch sein, dass die Sektflaschen vorher noch die notwendigen 30 erreichen. Ist da im Moment dann ein bisschen schwer abzuschätzen. Mal gucken, was die Keulen, 220, also das, die Dodo-Lex, das dauert dann noch eine ganze Weile. Und dem für den Tierpark und dieses Gebäude sind die Zahlen ja auch absurd hochgegangen. Also von daher, die sind auf jeden Fall nicht die nächsten Ziele, die abgegradet werden. So, ich denke, das wird sich hier zwischen dem Champagner und dem, ja, was auch immer das am Stiel ist, abspielen. Und ja, da kann ich jetzt den Time Warp freischalten. Da bin ich mal gespannt, wie der jetzt aktiviert wird. You unlocked 1-day Time Warp. So, ist der jetzt gleich gestartet? Also ist der jetzt aktiviert worden? Oder sind das die Time Warps hier? Weil zwei, also das war auch eben eines nach dem Neustart, dass ich 3 von diesen Time Warps da bekommen habe. Einen hatte ich dann gleich schon mal ausprobiert, ohne großen Effekt auf der Erde. Und 2 habe ich jetzt davon theoretisch noch übrig. Aber die Frage ist, wo ist jetzt der dritte hin? Beziehungsweise ist der tatsächlich jetzt gleich ausgelöst worden? Mal gucken, von den Zahlen her sieht es nicht so mau aus, dass das hier tatsächlich. Außerdem hätte der dann ein paar Mal durchlaufen müssen. Also nee, also ausgelöst wurde der auf keinen Fall, weil sonst hätte ich hier 24 mal die 188 Quintillionen mindestens haben müssen. Das kann also nicht stattgefunden haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob der ohne den Multiplier gearbeitet hätte dann. So, ich werde jetzt mal ein bisschen früher resetten, also bevor ich hier das 10-fache erreicht habe und jetzt erstmal noch diesen Test machen. Also der Punkt war, dass ich jetzt erst die Zeit umstelle. So, ich stelle die Zeit jetzt kurzerhand mal 2 Stunden zurück. Danach ist es im Endeffekt hier, den Bereich zu verlassen, auf eine andere, auf einen anderen Planeten zu gehen. Klar, der hat jetzt natürlich keine andere Zeit, beziehungsweise ich gehe jetzt nochmal zurück zum Event. Also das zeigt mir jetzt schon 3 Stunden 8 an. Okay, das sind die Angel-Upgrades, die ich natürlich hier nicht aktiviere. Und die Investoren, die natürlich schon bei mehr als dem Doppelten sind, deswegen leuchtet das dann normalerweise auf. So, jetzt ist auf jeden Fall die Zeit umgestellt. So, jetzt werde ich das wieder auf die aktuelle Zeit ändern. Wieder 2 Stunden nach vorne. Und dann mal schauen, ob er das jetzt hier für das Event tatsächlich ändert. Und gucken, ob er den Event-Timer eigentlich umändert, wenn ich nur zwischen den beiden wechsle. Ja, hier ist es schon wieder ein paar Tage her. Das war die Zeit, als ich das letzte Mal machte. Also der Event-Timer zumindest wird nicht verändert. Das heißt, hier sehe ich nicht, dass es sozusagen 2 Stunden hin und her gewechselt hat. Aber ja, das sieht gut aus. Also sie haben tatsächlich anscheinend die Möglichkeit, dass man das über die lokale Uhrzeit irgendwie ändern und aufheben kann, behoben. Damit sieht es auf jeden Fall schon mal deutlich fairer aus, dass eben das Problem man nicht einfach irgendwie durch die lokale Uhrzeit beeinflussen kann. Ja, also das freut mich auf jeden Fall, dass sie diesen Uhrzeit-Exploit auf jeden Fall offensichtlich so weit behoben haben, dass der hier nicht mehr angewendet werden kann. Und damit ist das Ranking natürlich dann auch plausibler. Und dann ist es tatsächlich so, dass, hoffe ich jedenfalls, dass die Leute hier so von Anfang an dabei sind und schon so oft resettet haben, dass sie halt tatsächlich genug Angel zusammen haben. Und ich werde das jetzt auch gleich nochmal machen und mir die nächsten Angel schnappen. Dann mal gucken, wo ich dort jetzt lande. Also Rang 2000, also noch 1000, bis ich in das nächste Tier komme.
Und ja, so ein bisschen fühl ich da schon so diesen Reiz, irgendwie mit dem Ranking nach oben zu kommen, weil ansonsten nur das Event durchzuspielen, vor allem wenn sich die bisher wiederholt haben, war natürlich nicht so spannend. Und okay, das ist jetzt relativ viel, 10%, aber okay, es sind fünffache Profite, die nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit und aktiviere die an der Stelle. Einfach um natürlich hier zu beschleunigen und mehr Angel zu sammeln und so weiter. Aber das ist im Endeffekt soweit jetzt eben die gehabte Spirale, wie sie alther bekannt ist, mit der kleinen Erweiterung, dass man jetzt tatsächlich sehen kann, wie viele andere dort irgendwie mitmachen, beziehungsweise gegen die man dann mehr oder weniger antritt. Und Top 1 Million bekommt zumindest ein Badge und einen Megabug, so als Trostpreis würde ich das mal nennen. Keine Ahnung, ob tatsächlich mindestens 1 Million mitspielen. Und ich weiß gar nicht mehr, als ich gestartet habe, wobei es, ja, ich habe keine Ahnung, wie lange ich da jetzt scrollen müsste, um irgendwie ganz ans Ende zu kommen. Weil ich weiß zumindest, dass, okay, weiter kann ich eh nicht runterscrollen. Das heißt, mehr als 100 von meinem kann ich anscheinend eh nicht wegscrollen. Oder 39. Sogar nur 50. Also ich kann nur die 50 über und unter mir dann anschauen. Und ja, das sind dann gerade mal 100.000, die ich mehr brauche. Also mit der nächsten Einsammeln-Aktion sollte ich da auf jeden Fall dann auch wieder deutlich weiter aufsteigen. Und das sollte dann ganz gut passen letztlich. Also mal sehen, welchen Rang ich tatsächlich in dem erreichen kann. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Also das Event läuft sehr kurz, nur 4 Tage insgesamt. Und ich bin mal gespannt, wie weit es überhaupt Adventure Capitalist wieder attraktiv macht, das überhaupt zu spielen oder laufen zu lassen. Mit Sicherheit, um in die hohen Tiers zu kommen, muss man das Ding auf jeden Fall dann sehr aktiv spielen. Da reicht es nicht, irgendwie einmal am Tag vorbeizuschauen, ein bisschen was zu machen. Insbesondere, weil ja hier dieser Line-Skip, letztlich dieser Multiplikator, dann wichtig ist. Weil das heißt, dass man offline ohne diesen Multiplikator sicherlich da nicht so viel Kohle machen wird. Und deswegen ist es dann ratsam, hier wahrscheinlich doch einiges mehr Zeit zu investieren, um dort hoch einzusteigen. Die Frage ist natürlich nur, wie lange man das macht. Also beziehungsweise, man kann hier schon sehen, also die Top 100 sind im Moment im Duo-Decillion-Bereich. Da ist relativ klar. Und dann Tredecillion. Und in den Top 10 ist dann Quator, Quintel und die haben hier deutliche Sprünge natürlich drin. Weil man das immer nur verdoppelt oder selbst wenn man es schaffen sollte, es bis zum Zehnfachen zu kommen. Es sind am Ende mit Sicherheit nicht mehr allzu viele Multiplikatoren da. Mal schauen, das kann ich ja in den Andachs in der Galerie nachschauen. Das heißt, sobald hier zumindest mal alles mit 77 gekauft ist und auch hier die 2600 und so weiter, also ab einem gewissen Punkt gibt es keine Multiplikatoren, die die Angel, das Erhalten von Angels letztlich beschleunigt. Insofern dürfte es an der Stelle dann recht langwierig sein, tatsächlich dort einen höheren Exponenten zu erreichen. Also ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht, ob es spielbar ist, also wie dicht ich selber in der Lage bin, jetzt ohne riesen Zeitinvestitionen, aber so ein bisschen dort ranzukommen. Und also jedenfalls freut mich, dass es hier endlich mal wieder ein Update gibt und was bisschen was Neues gibt. Viel Spaß beim Ausprobieren und mal sehen, ob wir uns im Ranking treffen werden und ob ihr mich überholt oder je nachdem, wie weit ihr dann kommt. Also, bis demnächst. Tschüss!